vor Schiffrin. Michel Giesel hat 1,69 Rückstand. Die Top 7, die sind durch. Es kommt die zweite Gruppe. Sie wird angeführt von Meta Rovat, der 23-jährigen Slowenin, die jetzt ihrerseits mit Livia Magoni unterwegs ist, dem italienischen Schleifer, der zuvor Petra Vlhová zum Gesamtweltcup-Sieg geführt hat. Witzig, dass sie gerade hintereinander gefahren sind. Sie hat jetzt, der Livio Magoni, ist heute Morgen mit einer ganz speziellen Einfahrer gesehen, irgendwelche Snowblades, die aneinander gebunden sind, also wirklich sehr spezielle Methode. Aber es sieht ganz gut aus, also sie bewegt sich gut, wenn man daran denkt, das ist jetzt die zweite Gruppe, nicht mehr Top-Gruppe, also jetzt fängt ein bisschen eine andere Zeitrechnung an. Und macht das sehr engagiert. Sie war sechste im letzten Jahr in Sölden. Zweimal stand sie auf dem Podest in der abgelaufenen Riesenslalom-Saison. Das geht in Richtung Vlhová. Es geht auf Platz 4.